Leute, was geht ab? Hier ist FARD und ihr seid gerade bei EA Sports TV. Gebt euch den besten Sender, FNAZIZI. Celo 385, ihr seht EA Sports TV. EA Sports, the game, weißt. EA Sports TV mit Massiv hier, du weißt. Guten Tag, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, Pimps und Bitches, was geht? Willkommen hier, Alter, beim EA Backspin FIFA-Turnier der Rappers aus Deutschland. Mein Name ist Moderator, bin ich nicht, auch bekannt als Harris. Ich führe euch hier durch den Abend heute und ich wünsche euch noch viel Spaß und guckt euch alles an, was hier heute so geht, ne? Und ich bin auch noch da. Wer ist Deutschlands bester Rapper in FIFA 13? Diese Frage gilt es beim ersten FIFA 13 Rap Cup im Grünen Jäger Hamburg zu klären, wo sich Hip-Hop-Größen wie Harris, Motrip, Massiv, Cello und Abdi sowie weitere Stars auf Einladung von Backspin und EA Sports am Gamepad duellieren. Neben Ruhm und Ehre geht es hierbei vor allem um den guten Zweck. Alle Einnahmen des Tages werden den sozialen Projekten von Viva Con Agua gespendet. So viele Hip-Hopper an einem Ort zu haben und dann noch für einen guten Zweck, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ah, das ist auch was man vielleicht immer ein bisschen unterschätzt, wenn man drauf guckt. Die sind alles immer böse Jungs, ein bisschen hart, aber wenn es darum geht, dann sie am Herzen zu fassen, dann sind sie alle sofort da. Und das war heute so, es gibt zwei Dinge, es geht um FIFA-Spielen und es geht um eine gute Sache, Viva Con Agua, und deswegen sind sie da. Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der Trinkwasserprojekte realisiert. Das heißt, wir sammeln Spenden auf meistens kreative und innovative Art und Weise. So dass die Leute auch Spaß haben, so wie heute hier. Ne? Alle zocken irgendwie, du fieberst mit, wer hier der Rapper 1 gegen Rapper 2 quasi, und kannst so live dabei sein. Und am Ende kommen Spenden raus für sauberes Trinkwasser in Afrika. Und diesem Aufruf sind sie alle gerne ohne Gage gefolgt. Kars und Co. zocken für den guten Zweck. Für Deutschlands Hip-Hop-Elite ist das eine Selbstverständlichkeit. Also ich find's geil, weil ich glaube, uns verbindet halt alles, dieses Zocken so auf jeden Fall auch. Und das ist halt das Geile so. Also viele kannte ich gar nicht, also Celo und Abdi, ich habe zwar mit denen Videos, aber ich habe die noch nie getroffen zum Beispiel. Also gerade mit Celo auch totgelacht darüber. Also ich find's geil auf jeden Fall. Dicke Beats und Stars zum Anfassen. Insgesamt 24 Spieler kreuzen bei freier Teamwahl die Controller und bringen den grünen Jäger zum Kochen. Ich gehe zwar hin und wieder gerne mal ins Fitnessstudio, aber wenn der hier neben mir sitzt, dann weiß ich, ich muss noch sehr, sehr oft ins Studio. Massiv am Start. Alles gut bei dir? Alles klar. Sehr schön. Auch du hast den Weg gefunden hier nach Hamburg. Yes. Was erwartest du vom heutigen Abend, der ja eigentlich einen sozialen Charakter hat, ne? Ja, es geht um einen guten Zweck. Das ist auf jeden Fall das Hauptkriterium, warum ich hier bin. Und man trifft halt Kollegen, Rapper. Andere Rapper. Und du als Rapper bist du auch kurz davor, das nächste Album zu releasen? Ja, dauert noch 2.8. Und die Videos kommen jetzt demnächst raus. Auf was dürfen wir uns freuen? Special Features? Ein anderer Massiv? Also ich glaube... Erzähl uns was exklusiv. Exklusives? Ich habe 30 Feature auf BGB3. Der Herr zu meiner Linken, zu eurer Rechten, ist die neue Rap-Zukunft. Hallöchen, Motrip. Vielen lieben Dank, Hallöchen, grüß dich. Bei dem Fußballer ist es ja so, ne? Wenn der in die Bundesliga kommt, dann hat er es geschafft. Mhm. Ja? Wie ist es bei dir, also 2011, ne? Universal, Major, ist das für dich jetzt auch so? Ich bin oben angekommen, ich bin in der Hip-Hop-Bundesliga angekommen. Also es ist auf keinen Fall ein, ich bin jetzt oben angekommen und da geht nichts mehr, aber es war für mich persönlich definitiv ein, ich bin angekommen, weil das war ein unglaublich großer Schritt von ich mache Musik in meinem Zimmer bis zu ich mache Musik und die Leute interessiert das, dass ich das mache. Zockende Hip-Hopper und er ist auch mit dabei. Fahrt! Ich war bis vor 2-3 Wochen noch auf Tour gewesen und habe halt wirklich hardcore nur mich auf Rap-Musik konzentriert. In unserem Tourbus ist nach dem ersten Tag einfach die Playstation kaputt gegangen. No way. Doch, wirklich. Und dann saßen wir halt aufgeschmissen da und konnten keine FIFA-Games zocken. So, und jetzt sitze ich halt hier, aber ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall. Ich bin der Vorteil für alle Rapper, ich bin der Beste. Wenn es in der Kalt wird, schick ich aus Wolle der Reste. Ich bin der größte Mann, ich bin der Partner aller Parten. Ich spiele gegen Nino und am liebsten ohne blaue Karten. So, wir kommen jetzt zu einem Interview, das an dem heutigen Abend relativ schwer ist zu bekommen. Hey, da ist er, Herr Ogün!
Habt ihr Drehgenehmigung oder was? Digga, habt ihr nachgefragt wegen Drehgenehmigung? Haha, nein, Mann, Scherz. Alles gut, Digga, wie geht's dir? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Alles klar, bei dir? Na, aber Abi. Digga, mein Telefon, warte kurz. Ich bin gleich wieder, ja? Ja, aber ich wollte doch gerne das... Warte kurz, Digga! Ja. Hallo, Sönke, na? Du sag mal, bist du schon im Literaturcafé? Du, das passt mir ganz gut, denn ich bin auch noch unterwegs. Genau. Knapp 8 Stunden später kommt es in der Hansestadt dann zum Finale. Motrip gegen Wildcard-Gewinner Tim. Und dieses Spiel hat es noch einmal in sich. Verlängerung, Elfmeterschießen und letztendlich ein glücklicher Gewinner aus Aachen. Motrip sichert sich den Cup und ist Deutschlands bester Rapper in FIFA 13. Ich grüße euch alle, danke fürs Zusehen. Mein Name ist Mo Dirty Shit Trip von Aachen bis nach Hamburg. Danke für diesen wunderschönen Pokal. Peace out. Clean the